So, ich bin schon wieder und ich habe wieder eine neue Kraulübung für euch. Und zwar ist es jetzt mal ein bisschen was anderes. Nicht so eine Kraultechnikübung an sich, sondern eher ein bisschen was Koordinatives, was eben ein bisschen Abwechslung in eurem Alltag schafft, was euer gewohntes Bewegungsmuster aufbricht. Was mache ich? Ich schwimme jetzt gleich zwei Bahnen Kraul ganze Lage und werde mir aber selber ein Bein wegnehmen. Ich mache quasi nur Beinschlag mit einem Bein. Das andere werde ich 90 Grad nach oben anwinkeln und einfach so in der Luft halten. Was soll das Ganze bringen? Natürlich habe ich jetzt natürlich ein bisschen mehr Widerstand. Das andere Bein ist gefordert, mehr zu arbeiten. Aber dadurch, dass man das nicht so oft macht, ist es für mich koordinativ natürlich anspruchsvoller. Und ich muss mit den drei verbleibenden Armen und Beinen eben mehr arbeiten. Und jetzt eben habe ich einen kleinen Gruß insbesondere an die Triathleten, denn viele Triathleten werden das kennen. Man will vielleicht nicht so viel Beinschlag machen, weil man eben natürlich im Wettkampf oder auch im Training dann eben noch aufs Rad, auf die Laufstrecke muss. Das ist natürlich auch verständlich. Klar, die Muskulatur muss natürlich geschont werden, aber ein Schwimmtraining geht natürlich nicht ohne Beinschlag. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, beim Kraulschwimmen einen regelmäßigen, durchgängigen, pausenlosen Beinschlag zu machen. Und dadurch, dass ich mir jetzt ein Bein wegnehme, ist das zweite Bein umso mehr gefordert, pausenlos zu arbeiten, um eben überhaupt an der Wasseroberfläche zu bleiben. Denn mache ich jetzt keinen pausenlosen Beinschlag, ist unmöglich, die Wasserlage zu halten. Ich muss gleichzeitig natürlich eine Bauchspannung aufbauen, um eben ein Widerlager zu erzeugen, um eben auch Körperspannung, Wasserlage zu halten. Und ihr werdet gleich sehen, auch in dem passiven Bein wird das anstrengend, denn ich muss auch da die Spannung halten. Es wird im Beinbeuger hinten, im Arschmuskel auch ein bisschen ziehen. Ich habe gestern ein Beintraining hinter mir. Ich bin selber gespannt, wie ich es jetzt hinkriege. Aber schaut einfach mal zu und macht es nach. Bis gleich. Da sind jetzt zwei Bahnen schon relativ anstrengend, aber ihr müsst auch jetzt nicht schauen, dass euer Unterschenkel komplett aus dem Wasser geht. Schaut einfach, dass die Fußfläche die Wasseroberfläche durchbricht. Das reicht für den Anfang schon, denn auch da habt ihr schon einen erhöhten Widerstand. Das Bewegungsmuster wird aufgebrochen und ihr habt eine neue Variation für euer Training. Probiert es einfach mal aus, macht's nach. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Bis bald im nächsten Video, euer Dominik. Ciao, ciao.